Hallo liebe Kultisten und Kultistinnen, schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen heute ein Horror-Game. Ja, wir spielen Dollmaker heißt das Game. Und wie ihr vielleicht wisst oder einige von euch wissen, ich habe eine ziemliche Abneigung gegen Puppen, besonders wenn es Horrorpuppen sind. Ich muss sagen, ich weiß nicht, was diese Phobie getriggert hat. Vielleicht war es einfach Chucky, den ich schon sehr, sehr früh in meinem Leben gesehen habe. Hi. Oder aber, es war die unendlich große Puppensammlung, Porzellanpuppen meiner Mutter, die immer mit am Esstisch saßen, mit ihren leeren, seelenlosen Augen mir beim Essen zugeschaut haben. Zumindest fand ich Puppen immer super creepy. Und schreibt mir auch gerne, ob ihr Puppen creepy findet. Ich kenne genug Leute, die sagen, hey, Puppen sind total schöne und solche Porzellanpuppen zu sammeln, das ist irgendwie ein super Hobby oder sowas. Ich muss sagen, das ist der absolute Albtraum von mir. Ja, deswegen spielen wir heute, um Mitternacht ist es gerade, Dollmaker. Und ich bin gespannt, wie dieses Game ist. Es scheint ein Geschicklichkeitsspiel zu sein und es geht anscheinend um Horrorpuppen. Ja, es gibt zwei Modis anscheinend. Ich würde sagen, wir nehmen den ersten Modus, Just One Button. Starten wir los. Ich bin sehr gespannt. Ja, allein diese Puppe sieht schon so furchtbar aus. Wobei, es geht noch, es ist eine Stoffpuppe. Aha, ich sehe, wir wachen auf und sind an einem Tisch. Oh Gott, das ist ja mein Albtraum. Schau dir mal diese Horrorpuppe an, die da ist. Und es sind irgendwelche Uhren in der Mitte und ein Knopf zur Linken. Das ist das seltsamste Date, das ich je hatte, muss ich sagen. Es tut mir sehr leid, dass ich dich so plötzlich wecken musste. Aber wir haben hier ein wichtiges Problem zu lösen. Wie du weißt, mag es der Puppenmacher nicht, wenn nicht fertige Spielzeuge in seiner Sammlung sind. Bei dir und bei mir fehlt ein Auge. Aber es gibt nur noch einen Knopf, der übrig ist. Diesen zu der Linken. Diesen schwarzen Knopf. Ja, ich freue mich. Der beste Weg, sicherzustellen, wer den Knopf bekommt, ist das, was wir am besten tun sollten, Leben erschaffen. Ich werde es dir zeigen, wie es geht. Ja, danke, erschaff mir bitte Leben. Jede Runde wird der Gewinner geschützt und kriegt den Knopf vom Puppenmacher. Wer dreimal gewinnt, darf ihn für immer behalten. Du bist dir sicher, dass der Puppenmacher merkt, wenn der Knopf fehlt. Er wird dich markieren mit einer Nadel. Ja, danke schön. Stech mir bitte eine Nadel in den Körper. Keine Spielzeuge wissen, was passiert, wenn die dritte Nadel gesetzt ist. Okay, was macht dann der Puppenmacher? Das ist unser Arbeitstisch. Hier haben wir alle Elemente, die wir brauchen. Das ist die Puppe, die du verzieren wirst. Ja, ich hab so krass Bock, Puppen jetzt zu verzieren mit einer blöden Schleife. Und hier wird die Lösung angezeigt. Du musst einfach nur die richtigen Teile auf die Puppe ziehen. Wenn das richtige Teil da ist, wird ein Kreis immer kleiner. Drück einfach Space. Je kleiner, desto besser. Die Uhr repräsentiert, wie lange es braucht, bis ich meine Puppe fertig habe. Oh, und ich muss dich warnen, die Schublade ist kaputt. Manchmal schließt sie sich selbst. Und es gibt hier noch diese Spielzeugspinnen, die entkommen sind. Ja, wirklich? Eine fantastische Neuigkeit, dass hier auch Spielzeugspinnen gibt, die hier auch irgendwo unterwegs sind. Das ist ein Albtraum. Ohne Schmarrn, das ist ein Albtraum. Okay, du musst sie einfach nur wegziehen, wenn sie dich stören. Nun, beginnen wir mit deiner Übungspuppe. Wenn wir fertig sind, beginnt der wahre Test. Ja, ich freue mich schon krass auf den wahren Test. So, jetzt muss ich mir kurz überlegen, wo ich meine Kamera hinplatziere. 6½ hours later. So, ich glaube, ich lasse meine Kamera einfach hier. Da seht ihr am besten. Okay. Der hat einfach eine Schleife hier. Okay, dann haben wir hier ein Auge. Dann haben wir hier einen braunen Knopf. Und dann der braune Knopf fällt wieder ab. Ich sehe schon, wenn wir es zu hektisch machen, kann es sein, dass es abfällt. Oh nein, oh nein, was sind das? Grüne Schuhe. Okay, grüne Schuhe bekommst du. Grüne Arschschuhe an ein rotes Accessoire. Sorry, aber jetzt geht es los. Ach du Scheiße, jetzt muss ich mich beeilen oder was? Okay, wir brauchen erstmal die Schleife. Wir brauchen erstmal die Schleife. Das Spiel ist überhaupt nicht entspannt, wie ich dachte. Das ist überhaupt nicht ein ruhiges Spiel über Horrorpuppen. Das ist einfach das schlimmste Spiel schon. Verpiss dich, du blöde Spinne. Ich zieh dich weg ohne Schmarrn. Ich brauche hier eine Krawatte. Ich brauche hier eine Krawatte und eine Uhr. Eine Uhr, wo ist die Uhr? Hier ist die Uhr. Okay. Das muss viel schneller gehen. Das muss wirklich viel schneller gehen. Sonst bin ich irgendwann geliefert. Fertig. Yes!
Yes, die erste Runde geht an uns. Her mit dem Knopf, du blöde Mistpuppe. Du blöde Mistleser. Das hast du jetzt davon. Ich steck dir einen. Der Puppenmacher steckt dir eine Nadel rein. Will nicht in dein After. Das tut mir echt irgendwie leid. Das tut mir super leid für dich. Ich möchte nicht, dass mir das passiert. Okay, es geht weiter. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich anstrengen und beeilen. Okay, wir haben hier eine blaue Kappe. Eine blaue Kappe ist total okay. Wir haben hier einen schwarzen Knopf. Mein Gott, bin ich schnell. Wirklich, ich bin einfach der schnellste Mensch. Die blöde Schublade ist zugegangen. Okay, wir haben einen Herzanhänger. Das Spiel ist easy. Das Spiel ist super easy. Das ist einfach mein Game. Ich kann das richtig gut. Und jetzt noch einen roten Schuh. Und ich hab dich schon wieder. Du blöde Mistpuppe, das Game ist viel zu leicht. Nein, ohne Scheiß. Das Game ist leicht, auch wenn die Puppen mir ganz schön Stress machen. Okay, ich glaube, die dritte Runde wird natürlich die schwerste Runde. Okay, sie kriegt nochmal eine Nadel. Die kriegt nochmal eine Nadel rein. Okay, überhaupt kein Problem. Komm, die dritte Runde, die schaffst du auch, THG. Also, blaue Kappe, braunes Auge. Blaue Kappe, braunes Auge. Merk schon jetzt, wie ich langsamer bin. Grünes Auge. Okay, Herzanhänger. Uhr. Blauer Schuh. Und wo ist der letzte Schuh? Hier. Das war's schon. Das war's. Du bist scheiße, liebe Puppe. Ohne Schwan, du bist viel zu langsam. Ich bin zufälligweise der schnellste Spielzeugmacher, den du je gesehen hast. Oh nein, du hast ein dritte. Oh Gott, die Nadel ging voll ins Genick. Was passiert jetzt mit dir? Sie verschwindet. Das war Dollmaker. Das war schon das Game. Okay, dann schauen wir uns jetzt ganz in Ruhe das Outro an. Beziehungsweise da stand da, dass man das Outro abbrechen kann. Ich möchte es eigentlich nochmal spielen. Ich möchte mal schauen, was passiert, wenn wir verlieren. Okay, die zweite Runde. Schauen wir, dass wir tatsächlich verlieren. Ich werde es erstmal ein, zweimal gewinnen. Das scheint ja nicht allzu schwer zu sein. Ja, hallo, da bist du ja wieder. Ja, heute bist du absolut sprachlos. Und schon geht's los, weil wir das Tutorial übersprungen haben. Ah, Schleife, braune Augen. Schleife, nein. Du tust nur deine... Ich hab's geschafft. Ach du liebe Güte, ich glaube, ich hab's verbuggt. Jetzt ist alles scheiße. Das passiert mir natürlich wieder mal. Ohne Schwan. Ich spiele dieses Spiel und was mache ich? Ich verbug's einfach nur. So, wir haben ein wunderschönes Armband. Das ist großartig. Wir brauchen ein rotes Schüchchen für die Puppe. Schüchchen. Das ist auch so ein widerlicher Begriff, Schüchchen. Win-win. Ich kriege anscheinend Punkte am Schluss. Und ich kriege anscheinend mehr Punkte, wenn ich es knapper mache. Also wenn ich schaue, dass der Kreis fast grün ist. So, jetzt kriegst du erstmal deine erste Nadel ab. Ich finde das Spiel ganz funny. Es ist nur ein sehr kleines Spiel, wie ihr vielleicht bemerkt. Aber ich finde es eine ziemlich unheimliche Stimmung. Das erinnert mich mit diesen Knopfaugen so ein bisschen an Coraline. Na, du kommst gerade rechtzeitig zum Abendessen. Oder auch an die Tim Burton Filme. Es ist echt irgendwie cool gemacht. Okay, müssen wir schnell diese Mütze aufsetzen, dann brauchen wir braune Augen. Wunderschöne braune Augen hast du. Sehr schön. Wo ist die Scheißschleife? Wo ist die blöde Schleife? Oh, diesmal wird's von Haus aus knapp. Ich wollte eigentlich die Runde locker gewinnen. Okay. Gar nicht mal so leicht, das könnte knapp werden. Du blöde Spinne, verzieh dich! Du wirst mir den Sieg nicht kaputt machen. So, gewonnen habe ich. Die zweite Runde ist auch total Kinderspiel. So, jetzt überlege ich mir. Ob ich gerade so gut bin, ob ich die dritte Runde nicht gewinne. Nein, das machen wir nicht. Wir gewinnen jetzt nicht die dritte Runde. Sondern lassen uns jetzt mal voller Nadeln zustechen. Das heißt, wir basteln irgendeinen Hannes. Gell, wir basteln einen Hannes. Und der Hannes hat da Wunder. Machst du bitte schön das Zeug hier auf. Schleife hier oben. Ah, ich kann die falschen gar nicht anbringen. Ich kann tatsächlich gar keine falschen anbringen. Okay. Dritte Runde geht ziemlich schnell, da muss man echt aufpassen. Wenn man die zu langsam macht, ich glaube, dann verlierst du einfach automatisch. Komm, ich brauche einen roten Handschuh. Geh weg, blöde Spinne. Ja, keine Chance. Diesmal hat sie mich voll erwischt.
Aber die dritte Runde ist auch wirklich schwer. Die ersten beiden, die sind easy. Oh nein, sie hat das Auge. Jetzt kriege ich die Nadel ab, oder? Stech sie mir nicht in den Penis. Nicht in meinen Pipi-Mann. Mitten in den Pipi-Mann. Nein, das war nicht mein Pipi-Mann. Wo ging denn die Nadel hin? Sehe ich die? In die Schulter. In meine Schulter ging sie anscheinend. Okay. Die könnte ich jetzt natürlich wieder versuchen zu gewinnen. Aber ich möchte es sicher nicht. Ja gut, das verwirrt mich auch überhaupt nicht, wenn der Mist die ganze Zeit auf und zu geht. So. Dritte Runde ist echt schwer. Hau ab. Ich könnte jetzt gewinnen, aber ich tue es nicht. Ich tue es nicht. Komm, steck mir noch eine Nadel rein. Es wäre richtig cool, wenn was ganz Irres passiert, wenn wir verloren haben. Ich hoffe mal, dass irgendwas Irres passiert. Na komm, du Horrorpuppe. Du Horrorleser. Ich muss sagen, ich finde diese Puppe gar nicht mal so schlimm. Gar nicht mal so schlimm, weil die sieht zwar... Die erinnert mich so ein bisschen an die Sally bei Nightmare Before Christmas. Deswegen ist die mir eigentlich fast sympathisch, muss ich sogar sagen. Die sieht gar nicht mal so schlimm aus. Also da gibt es viel, viel schlimmere Horrorpuppen. Aber die ist es halt nicht. Hau ab! Hab keine Zeit für dich, Spinne. So. Nein, das war das Falsche. Da darfst du ja wirklich fast keinen Fehler machen. Ne, diesmal hat sie mich erwischt. Diesmal hat sie mich erwischt. Selbst wenn ich es versucht hätte, gut zu machen, hätte sie mich diesmal erwischt. So, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn wir die dritte Nadel abbekommen. Wir dann irgendwo den Puppenmacher sehen, das wäre großartig. Machen die Augen zu. Oh nein. Ach, das war's schon. Ach, das war's schon. Okay, ja, dann nimmst halt dein blödes Poppenauge. Dann nimmst halt dein Poppenauge. So, wir gucken uns jetzt noch den zweiten Modus an. Bin mal gespannt, was der zweite Modus denn ist. Cracker Madness. Steht nicht da, was wir machen müssen. Ich bin mal gespannt. Drei, zwei, eins. Wir müssen vielleicht einfach so die Dinger bauen. Das sind Nadelkissen. Okay, ach, der hat schon eine Verzierung. Ach, ich verstehe. Ich muss das in der Zeit einfach so schnell wie möglich nachbauen, sodass es passt. So, passt. Was, das ist falsch? Oh nein, der Hut fehlt. Ja. Action, aha. Das ist ein Time-Battle, ist es. Okay, diese beiden Augen müssen weg, die passen nämlich nicht. Das ist überhaupt kein Problem, das hier muss ran. Wir brauchen die Herzkette. Der Schuh ist vollkommen falsch. Wir brauchen den Schuh und den Schuh. Action. Wir kriegen immer ein bisschen Zeit, wenn wir es geschafft haben. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir es so schnell wie möglich hinbekommen. Das ist fast korrekt übrigens. Dankeschön. Das hat mir sehr viel Zeit gegeben. Da guckt irgendwas ganz Süßes. Das sieht super süß aus. Ich möchte das eigentlich bitte in groß sehen. Eigentlich macht mir das Game jetzt keine Angst mehr. Ich finde es jetzt nur noch süß. Komm, das schaffst du. Du schaffst ein bisschen mehr, schaffst du noch. Dankeschön. Dankeschön, ich glaube, ich konnte ein bisschen Zeit reinholen. Hier, schwarzes Auge, Krawatte, die Uhr passt. Hier, und wir brauchen einen roten Schuh. Gib mir mehr, ich kann das noch schneller. Oh nein, das hier muss weg, das passt überhaupt nicht. Der schwarze Knopf, der braune Knopf, die Kette passt. Wir brauchen aber auch eine Uhr, roter Schuh, blauer Schuh. Jetzt wird's knapp. Jetzt wird's knapp, viele mehr schaffe ich nicht. Okay, das grüne Auge ist tatsächlich korrekt. Das macht eigentlich ganz viel. Das macht eigentlich Spaß, das Game. Das ist richtig cool. Das ist so ein bisschen. Nein. Einen schaffe ich noch. Jawohl, einen habe ich noch geschafft. Den nächsten werde ich nicht mehr schaffen. Das ist hier jetzt schon. Nee, es ist jetzt schon am Limit. Keine Chance. Ich schau mal, wie viel. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Punkte. Und ich werde mit meiner Ente belohnt. Das ist vollkommen fantastisch. Ich werde mit der Angelente belohnt, die eigentlich ziemlich süß ist. Ich muss sagen, vor solchen Puppen habe ich natürlich keine Angst. Ja, liebe Kultisten. Und da sind wir auch schon wieder im Hauptmenü. Das war
Dollmaker, ein kleines Geschicklichkeitsspiel mit ein paar Horrorpuppen. Ich muss sagen, es hat eine coole Atmosphäre gehabt. Auch die Artworks sind vollkommen fantastisch. Diese Puppen sehen schon creepy aus, aber es ist nicht erschreckend in dem Maße, wie ich es eigentlich gedacht habe, sondern die Puppen sind nur so ein bisschen Nightmare Before Christmas creepy. Also ich habe keine wahnsinnige Angst jetzt vor denen gehabt, sondern eigentlich haben die sogar was sehr Süßes, so mit den Nähten und sowas. Ich finde die eigentlich relativ süß, die Puppen. Auch die Ente am Schluss war super süß. Aber irgendwie hat das eine düstere Story gehabt. Dieser Dollmaker, der sozusagen eine Puppe kaputt macht mit seinen Nadeln. Das finde ich schon relativ düster. Ja, war ein kleines Minigame. Ich bin froh, dass ich es gespielt habe. Es hat Spaß gemacht. Schreibt mir mal, wie ihr das Game so fandet. Und schreibt mir auch gerne, ob ihr die Puppen genauso knuffig eigentlich fandet. Okay, ein bisschen eklig waren diese Knopfaugen schon. Das erinnert mich immer an diese Eltern aus der anderen Dimension, an Coraline, wenn ihr das kennt. Ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like oder ein Abo, um den Kanal zu unterstützen. Oder hättet ihr die Doom-Bell für den nächsten Horror-Content. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Schrecken. Macht es gut und mögen die großen Alten mit euch sein. Bis dann, ciao.